So, Freunde, heute gibt es mal ein etwas ganz, ganz anderes Video. Ich habe es ja teilweise schon in den Streams angekündigt. Ich starte ein neues Format, das heißt Ein Kopf mit. Und heute haben wir gleich einen sehr, sehr interessanten Gast am Start. Wenn euch die Videoserie gefällt, lasst gerne ein Abo da, drückt gefällt mir, lasst einen Kommentar da, wen ich als nächstes noch reinholen soll in die Interviewserie hier. Und allgemein hoffe ich einfach, dass das Video euch gefällt. Und ich begrüße heute hier ein Mitglied des Shisha-Messe-Teams, Hamid. Was er da genau macht, alles Mögliche wird er gleich sagen. Grüß dich, Hamid. Hallo, Sandro, alles gut bei dir. Danke für diese Gelegenheit. Ja, kein Problem, kein Problem. Danke dir, dass du mitmachst. Freue mich, dass es geklappt hat jetzt. Am besten sagst du selber mal, was du bei der Shisha-Messe machst, was da deine Aufgaben sind. Und ja. Ja, bei der Shisha-Messe, ich kenne die Jungs schon sehr lang. Ich bin kein Gründungsmitglied. Ich habe aber sehr lange das Schaffen der Jungs und Mädels beobachtet. Ich war einer der ersten Aussteller der Shisha-Messe gewesen, weil ich war 14 Jahre Geschäftsführer der Firma Aladdin, habe dort das Unternehmen geleitet, hatte dort die Verantwortung von diversen Marken, Aladdin, Big Steam Stones, Ice Rocks, aber auch für Nakla, für Masaya, Fantasia, verschiedene Tabakmarken, Kohlemarken, Cococha, in der Vergangenheit Cocobrico. Ich mache das Ganze seit 2004, bin dann vor zwei Jahren bin ich dann zur Shisha-Messe gewechselt. Dort bin ich für verschiedene Projekte verantwortlich. Zum einen alles, was Influencer angeht, betreue ich zusammen mit dem Marketing. Ich kümmere mich um die Expansion der Shisha-Messe ins Ausland, respektive Länder wie zum Beispiel Brasilien oder Russland, was wir für die nächste Zeit angedacht haben. Gleichzeitig bin ich verantwortlich als Key Account Manager für die wichtigsten Kunden, die wir haben, die zusammen mit meinen Kollegen zu betreuen. Zudem betreue ich auch noch unser neuestes Venue, und zwar ist es die Hemmsphäre. Wir veranstalten für alle Freunde des CBDs oder des Hanfes auch eine Hanfmesse. Das betreue ich hauptsächlich auch noch. Und alles, was so den Tag auch noch anfällt, neue Ideen, Business Development, das ist so eigentlich meine Aufgabe. Ja, das klingt auf jeden Fall noch viel. Und noch etwas zu dir. Du hast ja gesagt, du arbeitest schon lange in der Shisha-Szene. Bei Aladdin warst du Geschäftsführer. Wie bist du mit dem Thema Shisha selber jetzt als Persönlichkeit in Kontakt gekommen, damals schon? Ja, also das ist natürlich so, wie man es unschwer erkennen kann, habe ich Migrationshintergrund. Ich bin sehr Perser. Ja. Meine Eltern hatten eine alte, traditionelle persische Shisha, außen Keramik, innen Holz. Ja. Das war die erste Shisha, die ich geraucht habe mit 14, was eine reinste Katastrophe war, weil die auch dementsprechend geschmeckt hat. Der Schlauch war eine Katastrophe. Ich will gar nicht drüber reden. Was habe ich gemacht? Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wenn etwas verboten ist, natürlich seinen Anreiz hat. Deswegen hatte ich meinen ersten Kontakt kulturbedingt mit dem Wohnzimmer, mit der Wohnzimmer-Shisha Mitte der 90er Jahre. Dann nochmal in Kontakt, aber dann ausgiebiger kam ich dann auf meinen Reisen. Ich bin sehr viel gereist in meinem Leben, war über 3 Jahre mit dem Rucksack unterwegs und war dabei in Ländern wie hauptsächlich in Tunesien und in Ägypten. Und dort habe ich, wie vielleicht viele von euch auch, den Erstkontakt in den Souks von Marokko gehabt, in den Hotels von Ägypten und auf den Straßenmärkten von Monastir oder von Sousse. Dort kam ich dann das erste Mal wirklich in Kontakt mit Wasserpfeifen, Tabak, was mir dann auch wirklich geschmeckt hat. Wobei ich sagen muss, dass es zu dieser Zeit ausschließlich Doppelapfeltabak gab. Es gab noch Eskandarani-Apfel und dann gab es sonst Doppelapfel und das war's dann. Es gab dann auch ein paar verrückte Geschmacksrichtungen, die wahrscheinlich einfach zu realisieren waren, unter anderem Jasmin, ja, war so ein Produkt, was man sehr oft gesehen hat. Rose, ja, ist in Persien sehr beliebt. Aber das hatte bei weitem noch nicht den Umfang wie heute. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir auch das Ladegerät am Start. Da hatte der Akku Probleme gemacht. Also warst du wahrscheinlich schon in Deutschland am Shisha rauchen, bevor, gab es da schon überhaupt Shishas in Deutschland mäßig? Also es war natürlich so, dass es sehr viele Urlauber gab. In den 90er Jahren war Ägypten ein ganz beliebtes Urlaubsziel.
Dementsprechend gab es natürlich sehr viele Urlauber, die in den Märkten in Kairo oder in Hurghada sich dann eine Shisha gekauft haben. Ich würde mal schätzen, wahrscheinlich gab es zu der Zeit in Deutschland knapp 1000 Menschen, die eine Shisha hatten, aber die haben die nicht wirklich konsumiert. Die haben sie mitgebracht, hatten dann noch eine Packung Tabak dann aus Ägypten mitgebracht, und wenn der Tabak dann alle war, gab es dann keinen Nachschub. Ja, es gab dann nur die wirklich krassen Cracks, die sich den Tabak dann auch aus dem Ausland besorgt haben und im Endeffekt Pionierarbeit geleistet haben für diese Produkte. Aber es gab keine Szene für Shisha, es gab keinen Vertrieb, es gab kein richtiges Klientel. Das ist alles erst später gekommen. Ja, also ich muss sagen, ich war durch Glück, ja, durch verschiedene Urlaube, durch bisschen durch Herkunft halt als Perser, immer mal wieder in Kontakt mit dem Thema Shisha gewesen. Aber das war zu der Zeit noch sehr verrufen. Viele haben das für Heroin, Kokain, am besten Craigorin, eine Mischung zwischen Crack und Heroin, wurde bestimmt da drin geraucht. Das ist das, was die meisten Menschen gedacht haben. Ja? Und wenn du 99 oder 2001 deine Shisha ausgepackt hättest, irgendwo auf der Theresienwiese an einem schönen Sommertag, dann hättest du richtig Ärger am Hals gehabt. Ja? Und das war noch nicht so weit wie heute, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und du hast ja gesagt, damals gab es noch keine Szene, das hat sich dann geändert, auch mit der Shisha-Messe. Du hast ja gesagt, du warst einer der ersten Aussteller, damals noch als Aussteller da. Die Shisha-Messe hat sich ja ziemlich entwickelt. Ich glaube, im vorletzten Jahr 25.000 Besucher, 300 Aussteller. Wie war denn die erste Messe? Du warst ja da als Aussteller. Wie war das im Vergleich zu den jetzigen Messen, die es gab? Ja, also es ist natürlich so, dass Messen ein elementares Tool sind, um bestimmte Branchen zu pushen, das ist klar. Die erste Messe, ich hatte das Glück, dass die Jungs von der Shisha-Messe mich angerufen hatten und ich ans Telefon auch bin. Das war 2011 und die hat mich gefragt, ob ich Interesse habe auszustellen, und ich war einer der Ersten, die diese Idee super fand und gesagt hat, ja, wir sind ja auch aus Wiesbaden, also die Firma Aladin ist aus Wiesbaden und dementsprechend war Frankfurt nicht weit weg und wir haben dann sofort ja gesagt. Ja, wir hatten das Glück, das von Anfang an mitzumachen, deswegen waren wir auch sehr zentral gelegen, deswegen kann ich auch eigentlich von einer sehr zentralen Position berichten. Es waren bei der ersten Messe waren 4.000 Menschen da, das hört sich wenig an, das war für damalige Zeit unfassbar viel. Ja, ja. Es war ein unglaublicher Erfolg, es waren ein paar und 20 oder 30 Aussteller, was für die damalige Zeit auch unglaublich war, weil das fast 90% des gesamten Marktes abgedeckt hat. Ja. Es hat sich danach genauso, die Messe hat sich im Endeffekt so entwickelt, wie sich die Branche entwickelt hat. Ja, die Zielgruppe ist immer größer geworden. Aus den konservativen Ecken, die sofort nach Drogen gerufen haben, kam dann die Einsicht oder die Erkenntnis, dass man damit ganz gut Geld verdienen kann, weil nun mal die Konsumenten von Humidoren und irgendwelchen Oldschool-Pfeifen nun mal entweder aussterben oder mit dem Rauchen aufhören. Und da war es notwendig, neue Zielgruppen zu erschließen. Deswegen, manchmal schlägt Kapital Moral, ja, und plötzlich haben sie herausgefunden, dass dann doch kein Craigorin drin geraucht wird, ja. Und dementsprechend ist es so immer stärker im Markt angekommen. Heute ist es so, dass wir weitaus mehr Besucher hatten als die Zahl, die du eben genannt hattest. Die speist sich zum einen aus dem B2C-Bereich, also Business to Customer. Wir haben viele Menschen, die mittlerweile Shisha konsumieren, aber selbst gar keine Raucher sind, die keine Zigaretten mögen, aber gerne mal zum Afterwork oder zur Pre-Party einfach mal sich in der Shisha-Bar oder zu Hause treffen und zusammen eine Shisha genießen. Ja, für mich ist auch Shisha, wie für viele von euch wahrscheinlich auch, nicht so ein Suchtbefriedigung, wie bei einer Zigarette, ganz schnell mal eine Zigarette rauchen und schnell wieder ins Warme laufen, sondern das ist eine Session, da sitzt man zusammen, da wird über die Art und Weise des Kopfbaus philosophiert, da wird, jeder hat da seine eigene, seinen eigenen Weg, sonst wird es auch nicht solche Profis geben wie dich, Sandro, weißt du, also im Endeffekt ist es es ist ein Prozess, ja, und dann sitzt man, das dauert ein bisschen länger, das kannst du nicht zwischen Tür und Angel machen. Und zumeist teilt man die Shisha
ja auch als eine Art Friedensangebot. Das ist bei der Kippe nicht unbedingt der Fall. Dementsprechend speist es sich aus einem größer gewordenen Kreis von Kunden. Ja, das sind auch Frauen. Das ist nicht nur eine Männerdomäne. Ich kenne sehr viele Mädels, die sagen, nee, da habe ich Bock drauf und da habe ich auch Expertise drin. Und warum soll das anders sein? Die Geschmacksnerven sind ohnehin unterschiedlich. Ja, von daher kann das genauso gut auch eine Frau beurteilen oder ein Mann oder Gleiches oder gleich schlecht. Zum anderen speist sich das durch B2C auch durch ein komplett durch alle Altersstrukturen gehendes Pool an Menschen. Ja, also das sind Ältere. Ich kenne Leute, die sind 70 und die rauchen immer noch. Ja, und ich kenne echt sehr viele von dem Kaliber. Und ich kenne Leute, die jetzt gerade 21 sind und schon sagen, dass sie seit 5 Jahren Shisha rauchen. Ja, also das ist der eine Aspekt. Zum anderen Aspekt kommt halt auch noch dazu, dass es immer mehr B2B-Kontakte gibt, immer mehr Unternehmen gibt, die auf die Idee kommen, im Shisha-Sektor Fuß zu fassen. Man darf nicht vergessen, dass Shisha nicht nur ein Produkt ist, was verkauft wird, ja, und eingekauft wird und damit Wertschöpfungsketten geschaffen werden, sondern es ist nun mal auch ein Dienstleistungssektor. Das sind Bars, Lounges, ja, die mit Shisha ausgestattet werden. Dafür braucht man Mitarbeiter, da braucht man Getränke. Also wir reden über die Getränkeindustrie, die plötzlich die Shisha-Bars als Segment entdeckt hat. Wir haben die Tabakindustrie, die auch ihre Zigaretten wiederum verkaufen will, weil sie hofft, dass die Konsumenten auch noch diese Produkte konsumieren. Wir haben Hersteller von Kaffee, also wir haben verschiedenste Hersteller von Produkten. Wir haben auch verschiedene Dienstleister von Versicherungen bis hin zu Transportunternehmen, die sich auf genau Wasserpfeifen-Tabak spezialisiert haben und die Messe dann als Medium nutzen, um sich zu vernetzen und ihre Produkte feilzubieten. Und so ist das ja dann jetzt immer weiter gewachsen. Aber noch einen Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Du hast ja gesagt, es gibt 1000 Setups, alles Mögliche. Wie rauchst du Shisha? Mal. Man muss da ehrlich auch sein, es wird nichts bringen, hier groß was vorzulügen. Die Leute, die dieses Video kennen oder gucken, die viele von denen werden mich auch kennen, weil ich das schon sehr lange mache. Ich brauche schon lange nicht mehr so viel Shisha wie früher, das muss ich ehrlich sagen. Das hat verschiedenste Gründe. Zum einen will ich ein Vorbild sein meiner Tochter, zum einen, ja, und deswegen ist sie eigentlich aus der Wohnung verbannt. Zum anderen habe ich eine Frau, die da sehr rigoros ist, wenn es hier viel nach Shisha riecht. Deswegen verlagert es sich bei uns auf die 2 Terrassen hier draußen. Meine Lunge macht das auch nicht mit, ja, da jeden Tag zu rauchen. Das heißt, ich bin kein Profiraucher mehr. Ja. Ja, deswegen auch extra nochmal in Klammern mehr. Das war ich mit Sicherheit früher und definitiv auch Pionier in der Sache, aber heute nicht mehr so. Das kennen der ein oder andere bestimmt auch von euch. Es wird zumeist ein bisschen weniger, wenn man älter wird. Ja? Andere Dinge werden dann mehr wahrscheinlich, Schmerzen oder so. Ja. Ich habe ein klassisches Setup, würde ich sagen. Ich würde eine traditionelle Wasserpfeife bevorzugen. Ich habe immer ägyptische Shishas geraucht. Ich hatte früher syrische, falls die euch was sagen oder sonst, wenn du die kennst, ja, haben einen ganz bestimmten Stil. Ja, heute würde man das kitschig nennen. Also syrisch, traditionell ägyptische Wasserpfeife, das ist mir wichtig. Ich habe einen Geschmack, der sehr schwer ist, meiner Meinung nach überhaupt zu finden auf dem Markt. Das ist nun mal der alte Askandarani-Apfel oder Eskandarani-Apfel. Ein süßlicher Apfel. Ich mag Anis nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich mag Apfel total gerne. Ich liebe Apfel, ja, und ich fresse jeden Tag einen Apfel, ja. Aber ich kann Anis nicht abhaben, deswegen habe ich mich auf Eskandarani eingeschossen, weil da einfach der Anisanteil viel geringer ist. Anscheinend wäre überhaupt keiner drin, aber ich spüre ihn selbst sogar im Eskandarani-Apfel drin. Ich rauche klassisch Aluminiumfolie ohne Zwischenraum, gib ihm. Ja. Okay. Sage ich auch ehrlich, wenn ich mir richtig einen erteilen will, ja, darum geht es ja manchmal auch um diesen Bass-Effekt und so, da würde ich immer auf Super Cass zurückgreifen oder Khan Khalili oder Bata. Also Bata, die Ente, ja, kennen wahrscheinlich nur ganz wenige von Menschen, die jetzt gerade zugucken.
Bata ist eigentlich die klassische Version, womit Nackler eigentlich der Marktführer oder der Erfinder des ganzen Wasserpfeifen-Tabaks. Früher gab es nur Nackler. Als ich angefangen habe, waren das 99% Marktanteil war auf dem Weltmarktanteil war Nackler gewesen. Es gab dann noch Sinbad, aber jo. aber am Ende Nackler hat natürlich jetzt habe ich den Faden verloren, muss ich kurz überlegen. Ding geblieben. Nackler. Richtig den Boss geben. Bata. Ich war bei genau. Bata. Also Leute, wenn ihr euch natürlich den Bass geben wollt, Bata. Ich weiß nicht, Sandro, hast du schon Bata geraucht? Nein, noch nicht. Die Ente, merkt ihr das mal? Es ist schwierig zu bekommen in Deutschland. Okay. Ja, also der Distributor, der kann das vielleicht besorgen, das ist wirklich schwierig. Aber man kriegt das in Ägypten auf jeden Fall. Also Bata Khan Khalili Supercast. Das geht auch so die Abstufung runter und Bata ist natürlich sehr stark. Wer vielleicht auch noch oder die Leute, die lange im Shisha-Business sind, die kennen auch noch Tombak. Ja, das kenne ich vom Hören, aber auch noch nie gehabt. Ja, das sagt man, Tombak ist ja natürlich für die richtigen Männer. Ja? nichts für, muss ich sagen, nichts für mich. Also ist natürlich mir die Lunge explodiert. Ja, also es war sowohl Dizzy als auch Lunge-Explosion. Ich hatte das mal in der Türkei versucht gehabt, weil ich ein bisschen angeben wollte, vor den anderen, dass ich das rauchen kann, aber das kannst du vergessen. Also ich bin auch gespannt, dass jeder von euch, der Tombak in die Finger kriegt und auch den Kopfbau selbst beherrscht, es gibt im Internet die Anleitungen dafür, der mal einen Tombak-Kopf macht. Sandro, vielleicht solltest du mal einen machen. Ja, okay, ja, mache ich. Schreib's in die Kommentare, wenn ich das mal probieren soll. Leute, schreibt in die Kommentare, wer Tombak rauchen soll, weil es gibt nichts Lustigeres, als Sandro dabei zuzusehen, wie geht. Da freue ich mich doch sehr darauf. Okay, dann machen wir das. Sehr nice. Also sehr, sehr traditionell unterwegs. Auch spannend, weil das heute nicht mehr so behandelt wird. Aber heute haben wir im Moment ein etwas anderes Problem. Coronavirus. Und das hat euch ja als Messe auch extrem getroffen. Letztes Jahr fand sie nicht statt. Dieses Jahr sehr schwierig wahrscheinlich. Wie ist im Moment so die Situation bei euch? Wahrscheinlich viel umplanen, alles Mögliche. Wie ist die Situation bei der Messe mit Corona? Also zunächst einmal, ja klar, für Unternehmen im Bereich Events und Großveranstaltungen ist Corona natürlich, hat uns alles wegrasiert, das ist klar. Wir hatten im letzten Jahr eine Online-Messe, die recht erfolgreich war. Wir hatten viele tausend Besucher auf der Online-Messe. Das hatten wir innerhalb von kurzer Zeit auf die Beine gestellt, gerade als dieser Schock so eingesetzt hat im Sommer, als man gemerkt hat, dass das Ganze doch nicht so schnell vorbeigeht. Also da hatten wir die Veranstaltung gehabt. Wir haben für dieses Jahr die Messe im Juli geplant, wurde auch schon bereits announced, und zwar Mitte Juli. Kann man auch auf unserer Webseite www.shishamesse.de abchecken. Und zwar, warum haben wir Juli genommen? Wir sind von Ende Mai auf Juli ausgewichen, weil das uns auch nochmal 8 Wochen mehr Zeit gibt. Und aktuell kann man, es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, aber es sieht zumindest danach aus, dass im zweiten Quartal, also sprich ab April, die Impfungsrate hochgehen sollte. Und wenn man das mal vergleicht mit letztem Jahr, was die Inzidenzwerte angeht, war im Sommer der Inzidenzwert bei 3, ja, also wir wollen unter 50 kommen, Schweiz, ich weiß nicht, wie es dort aussieht, aber in Deutschland, Inzidenzwert pro 100.000 in einer Woche, darf es nicht mehr als 50 sein, da waren es 3. Also wir glauben, dass im Sommer das möglich ist. Wir haben eine Kombination aus unserer altgewohnten Messe und einem Outdoor-Event im Parallel geplant. Wir sind uns sicher, dass das Hygienekonzept der Messe Frankfurt und unser Hygienekonzept das Ganze zumindest in eine Situation bringt, dass es realisierbar ist. Ja? Wir arbeiten natürlich händeringend daran, Alternativtermine zu haben, Alternativen zu schaffen, und ist aber schwierig zu sagen. Da müssen wir jetzt einfach mal den Monat Februar, glaube ich, jetzt noch abwarten, sogar den Monat März noch abwarten. Und schauen, wie
die Impfungen vorangehen, wie die Infektionslage sein wird. Man muss aber dazu sagen, der Vorteil ist, wir haben Aussteller, die sehr treu sind. Das ist einmal auf der einen Seite, weil sie treu sind, das ist gut. Auf der anderen Seite will keiner seinen Platz verlieren, weil wir sind nun mal ausverkauft und das immer noch. Also da muss man sagen, toi, 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 trotz den Absagen sind uns die Aussteller nicht abgesprungen, sondern es kam in den letzten Wochen sogar einige hinzu, wo ich mir dachte, anscheinend gibt es bei denen vielleicht kein Covid. Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall entwickelt sich das sehr positiv, dass uns die Unternehmen die Treue halten. Und das ist das Allerwichtigste, weil das ist das eine. Und das Zweite, was gleichzeitig wichtig ist, oder die zwei wichtigen Aspekte, das ist einmal dein Aussteller, der sagt, nee, ich bin dabei, ich ziehe das mit. Und der zweite Faktor sind die Besucher. Natürlich hatten wir einige, die gesagt haben, ja, ich will mein Ticket zurückgeben und so weiter, aber der Großteil der Nachfragen oder der Großteil der Anfragen per Mail, die uns erreichen oder per Instagram und WhatsApp und so weiter, sind meistens, ey, findet das wirklich im Juli statt? Die Leute wollen, ja, die Leute wollen ja raus, es geht allen nicht anders, ja, irgendwann hat man jeden Netflix-Film geguckt und jeden Rotwein gekippt oder jede Shisha geraucht, irgendwann musst du mal wieder raus. Und ihr könnt mir glauben, dass wir alles dafür tun, dass das dann auch realisierbar ist und auch sicher realisierbar ist. Ja? Aber am Ende entscheiden tun das genau die Leute, die das dann am Ende auch verantworten müssen, nämlich unsere Politiker. Und ja, das musst du einfach abwarten. Mhm. Aber gut geht es uns dabei nicht, das ist klar. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr also von dem Hygienekonzept her, kannst du wahrscheinlich noch nicht allzu viel sagen, aber ist da zum Beispiel auch, ich habe gerade vom Open Air Frauenfeld gehört, dass die vielleicht eine Impfpflicht voraussetzen oder so, ist irgend sowas bei euch geplant oder kannst du da noch nicht so viel zu sagen von den Maßnahmen her, um das Ganze sicher veranstalten zu können? Grundsätzlich muss man sagen, das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr heikle Frage, weil ich bin, jetzt ist jetzt meine persönliche Meinung und nicht die des Unternehmens, aber meine persönliche Meinung ist, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht dafür sorgt, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, weil das am Ende immer zu Spannungen innerhalb der Gesellschaft führt. Ja, dass man sagt dann, hier, wir lassen nur Geimpfte rein und die Ungeimpften kommen nicht rein. Also das halte ich persönlich für nicht so klug. Davon mal ganz abgesehen muss man sagen, wer ist denn im Sommer denn schon von uns, die jetzt gerade zugucken, geimpft? Mhm, ja? Wer ist denn in einer Altersgruppe oder in einem Risikobereich, ja, dass er geimpft worden wäre? Das heißt, natürlich könnte ich das oder könnten wir das dann am Ende dann sagen, nur ist, was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Ich musste ja mal darauf konzentrieren, die sind zumeist nicht über 80, ja, sagen wir es so. Ja? Und die sind zumeist nicht über 70. Ja, und die werden wahrscheinlich geimpft sein im Sommer. Dementsprechend macht das allein aus dem Grund schon keinen Sinn. Ich finde, Hygienekonzepte, natürlich gibt es immer wieder neue Hygienekonzepte, womit der Staat gegenüber Messe Frankfurt uns gegenüber oder Crossover mir dann mit neuen Regularien klarkommen müssen und das dann organisieren müssen am Veranstaltungstag. Aber ich denke, die Haupthygienekonzepte sind einfach Punkte wie Desinfektion, ja, Händedesinfektion draußen, genauso gute Lüftungsanlagen, viel Anteil draußen. Mhm. Und so haben wir in der Messe auch ein Ventilations- und Lüftungssystem, wo die Messe Frankfurt sehr viel Geld auch rein investiert hat, die im Endeffekt für stetigen Austausch sorgt. Das ist nicht nur wegen Covid so, das ist auch schon bei CO-Punkten so. Deswegen sind wir guter Dinge, dass wir mit den Hygienekonzepten schon mehr erreichen können. Zusätzlich gibt es natürlich auch Ticket-Sales zum Beispiel rein online zu machen. Damit hat man die Rückverfolgung garantiert. Also wir machen uns natürlich Gedanken, nicht Sorgen, wir machen uns Gedanken, und sprechen das natürlich mit den Profis ab. Ja, das sind Veranstalter, die die Musikmesse und verschiedene andere Messen in Frankfurt veranstalten und Ahnung haben von dem, was sie tun. Und die uns dann genau sagen, welche Schritte notwendig sind, um eine saubere Messe hinzukriegen. So, also ja, du hast gesagt, Deutschland seid ihr
hoffentlich dieses Jahr wieder ready. Wie sieht das denn international aus? Habt ihr da irgendwas geplant oder wartet ihr da noch ab? Oder ist wahrscheinlich also aktuell ist Juni Sevilla geplant. Das ist ja auch ein reines Outdoor-Event. Mhm. Wir haben mit Andalusien eine Region, die sehr schnell sehr warm sein wird und wo wir auch aufgrund der Zuverlässigkeit der Sonne und dem Ausbleiben von Regen auch ausgewählt haben. Wir sind guter Dinge, dass es im Juni funktionieren sollte. Auch da haben wir es so, dass die Aussteller immer noch am Start sind und die Tickets, ich weiß nicht, du warst letztes Jahr nicht auf der Messe, glaube ich, in Sevilla. War ein sehr großer Erfolg gewesen. Wir haben sehr viele Anfragen aus Spanien, haben auch ein Team vor Ort, das sich um die ganze PR dort kümmert. Also da sind wir gute Dinge. Aber richtig entscheiden werden wir das erst im Februar können, wenn es dann mehr Daten und Fakten in Spanien und in Deutschland gibt. Ja, mhm. Wir haben natürlich noch ein weiteres Event, das ist das Influencer-Meeting, was wir im Mai veranstalten wollen. Das ist ein bisschen kleiner gehalten. Ja, das wird auf dem Gelände des Centerparks im Allgäu stattfinden. Das machen wir in Kooperation mit dem Centerpark. Dort werden einige Influencer mit dabei sein. Ich hoffe, du auch. Dort werden wir einige Unternehmen haben, die ihre Produkte dann in den jeweiligen Bungalows als Messestand im Endeffekt ausstellen werden. Und ob dieses Gelände dann auch für B2C, also für ganz normale Besucher, freigegeben werden kann, das klärt sich auch erst in den nächsten Wochen. Also du merkst, vieles ist unsicher diese Tage. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich habe noch 5 Fragen aus der Community. Ich habe Instagram-Umfrage gemacht. Ich würde sagen, dann stelle ich die dir auch noch. Shisha Buddies Neue fragt, wann kommt sie nach Österreich, die Messe? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Österreich ist eigentlich auch ein Pionier, was Messen angeht. Also ich weiß zum Beispiel, dass Aladdin in einer der ersten Regionen in Österreich ausgestellt hatte und dann erst auf der Intertabak. Mhm. Und da gab es Hanf- und auch Tabakmessen in Wien und die waren sehr beliebt gewesen. Aktuell ist es so, dass wir Partner vor Ort haben in Österreich, mit denen wir darüber sprechen, bei welchen Festivals oder bei welchen Events wir in Österreich teilnehmen könnten. Wir haben einen Oldtimer-Feuerwehrwagen, haben wir umgebaut zu einer mobilen Shisha-Bar. Das heißt, wir sind in der Lage, mit diesem Feuerwehrwagen, mit diesem Shisha-Mobil im Endeffekt, überall hinzufahren. Geplant war das bereits für einige Festivals im letzten Jahr. Wir müssen schauen, wie sich das dieses Jahr entwickelt, ob das möglich sein wird. A, Festivals, B, Hausmessen oder C, Events. Aber sollte es ein Event geben, wo wir mit unserem Shisha-Mobil hinkommen können, dann gerne. Eine Messe für Wasserpfeifen, Tabak in Wien oder in Österreich an sich, sehr schwierig zu organisieren. Da kommen bestimmte Faktoren hinzu. Österreich ist ein Land mit Tabaktrafikanten. Das ist nicht so ein liberaler Markt wie in Deutschland. Man braucht auch die richtige Location, wo man dann auch rauchen kann. Ja, das ist aktuell nicht an jeder Location möglich. Ja, aber sollte es Ideen geben eurerseits, dann schreibt uns einfach an. Wir sind also mit dem Shisha-Mobil eigentlich ready, an auch kleineren Events teilzunehmen. Lasst es uns einfach wissen und dann kommen wir vorbei. Sehr nice. Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die Schweiz, nehme ich an, oder? Schweiz ist natürlich ein Thema. Haben wir einen sehr guten Partner vor Ort. Kann man den nennen? Ich weiß nicht. Über, denke Dach, schon, oder? Ja. Ja, das ist die liebe Sarah von Hemaknova AG, also Shisha King.ch. Shisha König. König. Also, ihr schreibt es ja. Ja, Shisha König. Also auf jeden Fall, Hemaknova AG arbeiten wir sehr eng zusammen. Die haben ja auch die Holy Shish gemacht in der Vergangenheit, die wir mit gesponsert haben. Wir haben uns bereits schon mit ihr getroffen und auch mit der Geschäftsführung getroffen und haben Ideen für die Schweiz präsentiert. Wir haben darüber gesprochen, wir werden sehr interessiert an der Schweiz. Das ist ein sehr interessanter Markt. Da würden wir gerne eine Veranstaltung planen. Wir müssen auch da gucken, wie sich das entwickelt. Ja, es ist so, du hattest mich vorhin nach Ausland gefragt gehabt. Generell
planen wir, was wir auch schon bereits in der Vergangenheit vor Corona veröffentlicht hatten, war auf der einen Seite Moskau. Das ist für uns ein sehr wichtiges Ziel. Das wollen wir alsbald angehen, sobald es dann auch geht. Das war eigentlich schon unter Dach und Fach. Wir hatten auch schon die Partner, haben auch das Video, falls du das gesehen hattest, auch schon gepostet, mit wem wir das zusammen machen wollten. Da waren einige sehr starke Partner mit an Bord gewesen. Brasilien genauso. Ich war noch kurz vor Corona in Brasilien gewesen, um die Eckdaten für den August letzten Jahres dann zu setzen. Das haben wir dann auch gemacht, nur kam ich dann zurückgeflogen und die Welt stand plötzlich in Flammen. Also für uns ist natürlich Brasilien und Russland ein sehr wichtiger Markt. Wir denken aber auch an Schweiz und Österreich. Sobald wir da irgendwelche, Schweiz und Österreich sind natürlich auch Länder, wo wir schnell mit dem Mobil hin könnten. Das könnten wir also auch alles ein bisschen kleiner aufziehen. Ist alles an Ideen in der Schublade. Die Konsumenten sind ready. Die Produzenten sind ready. Jetzt muss nur noch die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, sehr nice. Das freut mich natürlich auch, dass die Schweiz nicht vergessen wird hier. Wir haben nochmal eine Frage von Rumen Binsdorf. Gelten gewonnene Tickets noch für die nächste Messe, da die 2020 ja ausgefallen ist? Das ist halt die Frage, wo er sie gewonnen hat, aber wahrscheinlich bei euch, nehme ich an. Es gab ja verschiedene Gewinnspiele, wir haben ja verschiedene Kooperationen. Wir hatten mit Influencern Kooperationen gehabt, wir hatten aber auch Gewinnspiele über unseren Kanal. Natürlich sind den Gewinntickets sind ja Codes hinterlegt und diese Codes werden benötigt, um im Ticketshop dann eingelöst zu werden. Und diese Codes werden dann rechtzeitig zu einer Messe, die dann hoffentlich im Juli stattfindet, dann freigeschaltet. Das heißt, ja, diese Tickets sind dann natürlich einlösbar. Ja, das wäre ja noch schöner, wenn das dann verfällt. Und auch die bereits gekauften ist dasselbe Prinzip, oder? Dasselbe Prinzip. Alle Leute wurden eigentlich per E-Mail auch, wenn sie dann die E-Mail-Adresse und so verwendet haben, ohnehin schon angeschrieben. Wir würden jetzt keinen jetzt uninformiert lassen. Yep. Wir haben alle angeschrieben und gesagt, dass sie sie hatten auch, glaube ich, die Möglichkeit, die Tickets zurückzugeben und das, die das dann gemacht haben, haben das dann auch zurückbekommen. Aber nein, die Tickets sind dann natürlich auch noch gültig, klar. Perfekt. MX Riano will noch wissen, wird es jetzt immer ein Festival geben? Also das ist ja das Shisha-Festival vom letzten Sommer gemeint damit, nehme ich an. Ist das in Zukunft auch geplant? Halt jetzt. Ja, also ich sehe oder wir sehen natürlich alle die Crossover-Möglichkeiten zwischen Musik und Shisha auf der einen Seite. Zum Zweiten wollen wir zudem, also eben auf der Shisha-Messe steht natürlich das Erlebnis auch im Vordergrund. Auf der anderen Seite ist das ein Business Case, ja, das ist eine richtige professionelle Messe, wo professionelle Unternehmen da sind, um ihre Produkte vorzustellen. Ja. Mhm. Ein Festival hat ja noch zusätzlich zu dem Faktor Musik noch andere Vorteile. Es findet zu einem anderen Zeitpunkt statt. Das heißt, zumeist dann auch in den Abend hinein, wo man noch zusammen ein bisschen chillen kann. Hat mehr Feiercharakter an sich. Deswegen ist das Festival für uns ein fester Bestandteil für die Planung der nächsten Jahre. Ja. Also die Festivals, die wir angehen wollen, ist ja auch selbstverständlich, wenn man mal guckt, welche Tabakmarken es gibt und wer auch in den letzten Messen war und gesehen hat, welche Stars im Endeffekt ein- und ausmarschieren und dann auf der Messe oder die Messe als Medium nutzen, um zu bewerben, ist es selbstverständlich, dass man das vielleicht versucht, auch noch auf die Stage zu bringen, weil der Konsument an sich hört die Musik ja auch ganz gerne. Ja, also das wird Festivals geben. Wir hatten eine richtig geile Location in Berlin gehabt, die Corona-bedingt leider ausgefallen ist. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, wo die Festivals in diesem, wenn es dieses Jahr stattfinden kann, aber nächstes Jahr ist safe, haben wir auch bereits die Location gebucht, musste man auch 2 Jahre im Voraus machen, das haben wir auch gemacht. Lasst euch da überraschen, es wird eine ziemlich coole Location und dort wird das Augenmerk dann auch darauf liegen, Erlebnis, Party, zusammensitzen, Shisha rauchen, Musik hören und parallel dann auch noch die neuesten Trends oder vielleicht die neuesten Stars sehen. Das ist so die Idee, das wird es also auf jeden Fall geben, ja. Sehr nice. Da ist die Folgefrage auch gleich beantwortet. Wie ist es zur Festival-Idee gekommen? Das sind genau die Punkte, die du vorhin wahrscheinlich genannt hast, oder? Ja, ja, die Grundidee war, natürlich muss man sagen, dass
wir hatten schon mal eine Messe in Berlin gemacht gehabt und wir glauben auch, dass Berlin so das Epizentrum ist, wenn es um Party geht, ja, auch, ja. Mhm. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass einfach sehr viele Menschen dort wohnen und wir hatten uns überlegt gehabt, dass wir etwas schaffen müssen, was ein bisschen anders vom Konzept ist als eine normale Messe und zwar immer noch Shisha im Zentrum hat, aber dann auch kombiniert mit weiteren Faktoren, wie ich eben ja schon erklärt hatte. Also die Idee kam dahergehend, dass wir einfach auch eine Bühne bieten wollten, den verschiedenen Brand Ambassadors, ja, dann im Endeffekt genau auf der Bühne das zu tun, was ihr Fokus ist, nämlich Produkte, Musik zu machen, ja. Deswegen ist das natürlich ein wesentlicher Faktor als Grund gewesen, ja. Ja, sehr, sehr nice. Dann möchte Garrett noch wissen, wie will man versuchen, die nächsten Messen von den anderen zu unterscheiden? Also wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich kannst du da auch nicht viel sagen, aber habt ihr irgendwelche Änderungen am Großkonzept geplant oder ist das dann mehr in Festivals oder so verwirklicht, so am Grundkonzept der Messe oder habt ihr da irgendwas? Ich habe die Frage insofern, also man kann die Frage in verschiedenen Weisen verstehen. Auf der einen Seite wollte er wissen, inwieweit wir uns von anderen Wasserpfeifenmessen oder Shisha-Messen unterscheiden wollen. Nein, von den nächsten Messen, also auf eure Messen jetzt bezogen. Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Also generell ist die Hoffnung erstmal da, dass man überhaupt Messen machen kann. Ja. Das Allerwichtigste. Und das will man dann so gut wie möglich über die Bühne bringen. Das heißt nicht nur mit Hygienekonzepten und Security-Konzepten, die einen koordinierten Einlass garantieren, gleichzeitig die Überlegung, es rein per Online-Ticket und dadurch auch die Rückverfolgung zu garantieren, laufen zu können. Es ist auch so, dass wir eine eigene App entwickelt haben. Die App ist in 2 Wochen dann auch über knapp 2 bis 3 Wochen, nagelt mich da nicht fest, sollte Mitte, Ende Februar auf den Markt kommen über Android, Google Play Store und über Apple, ich weiß nicht, wie der Store heißt, ja, App Store. Ja, App Store, ja. Ist er dann runterladbar und da ist es möglich, dass man sich dann personifiziert und dann auch vielleicht seine Daten vorab eingeben kann. Also das heißt, das sind Prozesse, an denen wir arbeiten, aber dadurch, dass das Ganze sehr dynamisch ist, kann ich jetzt noch nicht sagen, was für Änderungen wir vornehmen werden. Aber man muss auch so sehen, Messen müssen wir alle im Endeffekt alle zusammen als Messeveranstalter, Inhaber von Hallen, Politiker, gleichzeitig auch Konsumenten alle an einem Strang ziehen. Ja, das Wichtigste ist auch zu fordern, dass das alte Leben wieder zurückkommt. Ja, und zu erwarten, dass man wieder auf verschiedenste Arten und Weisen eine Messe durchführen kann, weil das einfach notwendig ist, die Freiheit einem jeden einzelnen Teilnehmer eines Wirtschaftskonstruktes zu geben, so zu handeln, wie er möchte. Ja, und also mir geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, hey, ich unterscheide mich viel mehr von anderen Messen, weil die Messe, Shisha-Messe, steht sowieso für eine ganze Branche, wir sind Impulsgeber für die Branche. Wir sind die erste Veranstaltung weltweit, die sich diesem Projekt gewidmet hat. Muss ich mich jetzt nicht noch weiter von anderen Leuten unterscheiden. Wichtig ist, dass alle Messen an einem Strang ziehen, ja, dass es überhaupt wieder stattfinden kann. Weil der eine mag Shisha-Messe, der andere geht gerne auf die Erotik-Messe. Da würde ich jetzt Ja, das waren jetzt so schöne Worte. Ich denke, das nehmen wir direkt als Schlusswort hier. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen oder so? Ich denke, wir werden einfach alle hoffen, dass die Messe so bald wie möglich wieder stattfinden kann, wir uns alle wieder treffen können, zusammen Pfeife rauchen können, die neuesten Produkte anschauen können. Und ja, hast du noch irgendwas hinzuzufügen hier? Oder ich denke, ja, also auf jeden Fall, das ist natürlich das erste Augenmerk. Ja, dass ich hoffe, dass wir vor allem für Menschen, die sehr vernetzt sind und gerne miteinander reden und so. Ich rede auch gerne, höre mich gerne selbst reden. Von daher ist es super, wenn ich das mit anderen Menschen machen kann. Aber ich will dazu sagen, jetzt zu deinem Konzept, das finde ich sehr gut und sehr wichtig auch, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen, weil es ist ganz wichtig, dieses Thema Wasserpfeife, was ja aus diesem verruchten Sektor gekommen ist und jetzt immer mehr mitten in der Gesellschaft ankommt, ist es ganz wichtig, dass so Leute wie du die verschiedenen Personen aus dem Business einfach interviewen, um zu zeigen, dass da ganz normale Menschen hinter oder seriöse Businessleute oder normale Leute, Familienväter und so weiter,
hinter diesem ganzen Geschäft stecken und dass da mehr dahinter steckt als nur Tabak zu verkaufen, ja, und die Berichterstattung ist zum Teil von den Medien immer noch sehr negativ, ja, man kann immer mal wieder, wenn man nach Nachrichten sucht, sehen, illegaler Tabak entdeckt und oder jemand ist umgekippt, weil er zu viel Kohlenmonoxid abbekommen hat oder einfach, weil sich Bad-Nachrichten gut verbreiten, ja, aber dabei vergisst man halt oft, dass da der Großteil der Marktteilnehmer ganz korrekt arbeitet, die sich einen Traum erschaffen haben, entweder mit ihrem Produkt und haben dort Innovationen eingebracht oder mit ihrer Bar, wo sie Liebe reingesteckt haben oder beides gleichzeitig. Und da ist es ganz wichtig, dass du solche Interviews machst und auch einfach mal hinter die Kulissen zeigst, wer da dahinter steckt, ja, wer kann babbeln, wer hat was zu sagen. Ja? Und deswegen ist das für mich nur positiv und es ehrt mich doch sehr, dass ich als erstes drangenommen wurde, ja, das muss ich dann auch noch sagen. Ja, vielen, vielen Dank für die netten Worte, bin ich gerade etwas rot geworden hier. Ich habe mich zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, als kleiner Teaser für das nächste Video wird es auch eine sehr, sehr interessante Person geben und zwar Carlo, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen, Somo Team, Somo Europe, wird auf jeden Fall auch spannend werden und wenn euch das Video hier gefallen hat, ich weiß nicht, wie lange es wurde wahrscheinlich länger, wenn ihr noch am Start seid, lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr es gefunden habt, einen Daumen nach oben, ein Abo, ich würde mich über jeden Support freuen und dann würde ich sagen, ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank, Hamid, und tschüss.